Yo, liebe Battle Rap Fans, es ist soweit und die dritten Teilnehmer sind bekannt. Doch bevor wir zu denen kommen, entschuldige ich mich bei Benson für den kleinen Fehler in meinem letzten Video. Benson ist gegen Jay Jiggy und nicht gegen Jasper im JBB geflogen. Zudem haben sich ein paar ein Feature zwischen ihm und John Tredd gewünscht, der ja an meinem Turnier teilnimmt. Schaut mal bei Bluebee vorbei, im BBK gab es diese Konstellation schon mal. So, des Weiteren ist Hydro scheinbar Hydrogen. Dieser ist auch einigen bestimmt durch das VBT bekannt. Er ist für mich definitiv kein Straßenrapper, doch kriegt er einen sehr stabilen Flow bei seinem Track Phoenix, erinnert mich dieser von den Betonungen leicht an Favorite. Bei ihm weiß ich auch, dass er battlen kann und freue mich sehr auf seine Runden. Ich rappe lange schon, frag mich grad nicht wie viele Jahre, nicht über Weed oder Krieg, mein Rap war nie profitabel, das war mein Ziel, tausendfach wurde ich im Freestyle geschlagen, doch hab mein Ziel gefreest, ich ließ mir aus Prinzip nichts mehr sagen, wo sind die biblischen Tage? Ich war zu lange auf den Sieg, da waren MTV und Biber die Mark. So, nun aber zu den neuen Teilnehmern und ich hoffe, ich spreche die diesmal auch alle richtig aus. Diese sind Tide, Daily Jackson, Batazmo, Tajo, Kemo und Seko. Beginnen wir bei Tide. Und ja, wie ihr euch bei dem Namen sicher vorstellen könnt, konnte ich nichts über ihn finden. Mir wurden auf YouTube sämtliche Videos über Tide angezeigt und bei Facebook diverse Pornoseiten. Falls jemand weiß, wer er ist, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Der nächste ist Daily Jackson und der wirkt auf mich ein wenig wie ein Troll. Mit der Maske und dem Namen könnte man meinen, Michael Jackson ist wieder auferstanden, um auch noch der King of Rap zu werden. Auch über ihn habe ich nichts gefunden, bis auf seinen YouTube-Channel, der, welch eine Überraschung, komplett leer ist. Aber laut seiner Kanalbeschreibung macht er die außergewöhnlichsten Tracks. Da bin ich nochmal glatt auf seine Quali gespannt. Der dritte ist Batazmo. Er hat gestern erst einen neuen Track hochgeladen. Auch er klingt sehr nach Straßenrap. Sein Flow kommt aber echt gut, vor allem die schnellen Passagen. Ein Hookmensch ist er in dem Track allerdings nicht. Ich bin gespannt, wie er sich im Battle schlagen wird. Brutalität auf dem höchsten Niveau. Die Penner ersticken, der Killer teilt aus. Flieg über'n Beat wie gestörter Pilot. Ich komm mit der Gun und zerficke dein Maul. Laber mal lieber nicht von deiner Kunst. Bist in Gedanken der Nabel der Welt. In echt nur ne Fotze, behindert und dumm. Gefangen im Hagel und kein dickes Fell. Nun haben wir Tajo. Und Tajo ist eine Mischung aus Straße und Emotion. Auf YouTube habe ich von ihm leider nichts finden können. Auf Facebook hat er ein paar Videos mit ein paar Songs, die ihr euch anhören könnt. Den Facebook-Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich persönlich finde seinen Flow noch leicht unroutiniert und seine Stimme zu dünn. Er macht auf mich den Eindruck, noch ein krasser Anfänger zu sein. Mal schauen, wie seine Quali geworden ist. Nun kommt Kemo. Und der wirkt auf mich alles andere als ein Battle-Rapper. Er hat viele emotionale Songs oder Songs, die einen berühren. Vor allem Jindo June finde ich inhaltlich sehr stark. Ich bin sehr gespannt, wie er battelt. Normale Tracks kann er auf jeden Fall schon mal. Ich war mit 6 auf einer Schule, wo nur Nazis waren. Und denke an die Zeiten für mein Raki-Glas. An Leib und Seele spürte ich deren Rassismus. Aber heute machen sie Auge und ich fühle eure Missgunst. Paar Jahre später zog ich raus aus meinem Ghetto-Block. Der letzte ist Seko. Und ich dachte erst, das wäre dieser möchtegern Vlogger und Lifestyle-Blogger. Aber nein, bei Seko handelt es sich um den Kollegen von Nairo. Nairo selber sollte durch das JBB bekannt sein. Seko selber kannte ich vorher noch nicht. Er hat ein paar Tracks zusammen mit Nairo, die man sich durchaus geben kann. Auch hier ist die Stilrichtung wieder stark straßenbezogen. Ich hoffe, die LIBA wird dadurch nicht zu langweilig. Ich will nach oben, ich will schaffen. Dicker, weißt du noch? Zwischen Junkies und dem Trockenbrot wurden diese Banditen in Kopf. Wir zwei haben jahrelang zusammen auf der Straße gekämpft. Das ist der Grund dafür, dass alle hier die Namen jetzt kennen. Deine Rapper, Dicker, sehen aus wie Modepüppchen. Doch erzählen was von Drogenküchen. Doch sag, was ist die ganzen Wichser über Schorepünktchen? Crystal Meth von Coker Basin, Horrortrips und Dosenstiften. Auf der Straße hier die Eins. Ich bring keinem auf dem Schwanz, um ein bisschen Namen zu erreichen oder Namen zu begleichen.